kaputt. Nein, ich habe das fast getrunken. Jetzt hat Zalana Geschicklichkeit bekommen. Was haben wir hier? Eine Schüssel mit Essen. Nein, ein Apfel. Oh, Apfel sind schick. Weil allgemein bei den Tavernen, wenn man Essen kauft, kann man nur bis zu einem gewissen Maximum kaufen. Und das Maximum hängt von der Taverne ab. Also unsere Taverne hier zum Beispiel verkauft nur bis 6. Das heißt, man kann nicht kaufen 6 und 6 und 6 und 6 und hat dann irgendwann 24 oder 18, je nachdem wie oft ich gerade 6 gesagt habe, sondern halt nur bis 6. Und der Apfel ist so ein kleines Extra. Kann ich einfach mal machen. Wir haben jetzt 6. Klick, haben wir jetzt 7. Also mehr, als wir eigentlich in diesem Gebiet haben könnten. Was ganz praktisch ist. So, gelb war Schnelligkeit? Ne, Geschick. Grün war Ausdauer. Also eigentlich unser Tank. Aber ich gebe es doch lieber mal Talana. Damit sie einen Ticken mehr aushält. Ja. Plattenpanzer für 1000 Gold. Du kommst mit. So, und war es das hier? Leeres Fass? Leeres Fass? Sonst nichts. Und da hinten ist eine Sackgasse. Eine sehr verdächtige Sackgasse. Vor allem, weil die Karte hier nicht ganz fertig ist. Aber gut. Sonst ist hier nichts. Nö. Okay, das heißt zurück zum Eingang. Und dann die andere Seite freiräumen. Und dann denke ich mal, wird es das schon gewesen sein. Genau da drüben. So. Ja, Fledermäuse höre ich schon mal. Also mal ein bisschen in die Richtung schießen. Unser Schloss wird nachher richtig toll aussehen, wenn der Butler hier reinkommt. Überall Goblin-Leichen und Blut und Fledermausreste und diese komischen Krankheitshaufen. Pfeile in der Wand. Ach ja. Das tut irgendwie weh. Ja, gut. Mal einen richtigen Kampf suchen. Oh, da sind noch welche. Ich hätte aber viel lieber Goblins. Wir haben nämlich alle Gold dabei. Ihr seid da so ein bisschen knauserig. So. Hm, noch mehr Ratten. Mal ganz kurz rundenbasierend. So. Da hinten kommt der nächste Schwall an Ratten. Und wir kommen da gar nicht an. Also näher ran. Erfahrungspunkte müssten eigentlich auch ganz gut aussehen. Wir haben ja doch schon einiges umgebracht, seitdem wir angekommen sind. Ich sollte gleich mal auf die Übersicht gucken, sobald das Ding hier tot ist. So. Nö. Schade. Wie viel fehlt denn noch? 2400. Ja. So viel dazu. No, neue Fässer. Blau und rot. Rot ist Stärke. Blau ist Charisma. Das braucht die. Oh, oh. Priesterin und die Druidin. Also die Druidin nur zur Hälfte. Ah, ganz viele Ratten. Lauf, 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 lauf. Der Rest will nicht rauskommen. Na komm. Ja, put. Komm schon. So. Oh, Truhen. An sich schön. Jetzt jedoch würde ich doch ganz gerne lieber vorher schlafen. Weil Gerogon sieht nicht so fit aus. Ah, da kommt noch eine Ratte. Regierungen sieht nicht so fit aus und wenn die zu viel Schaden bekommen, dann sterben sie halt nicht nur, dann werden sie richtig zerfetzt und ausgelöscht und das kostet dann noch viel mehr Gold. Und das muss ja nicht sein. Einmal schlafen tut nicht weh. Bah. Sollte einfach meine Klappe halten. Einmal schlafen tut nicht weh. Und schon stehen 4, 5 Goblins vor uns, die alle den Säbel heben. Das tut irgendwie weh. Ja, das tut irgendwie weh, da hast du vollkommen recht. Zwei von uns schlafen noch. Und verschlafen den Angriff. Okay. Oh, oh, oh. Komm, triff doch meine Gerogon. Was ist das jetzt? So. Genau, die Truhen wollten wir aufmachen. Klick.
Das tut irgendwie weh. Autsch. Ups. 54 Gold und ein Knüppel. Gleiches Spiel nochmal. Also wie gesagt, das ist einer der Haupt-Negativpunkte, wenn man keinen Schützen oder Dieb dabei hat. Oder anderen Charakter, der halt Perception hat oder Disarm. Man kriegt immer auf den Deckel. Und gerade die höheren Truhen sind da später richtig garstig. Das tut irgendwie weh. Mein Fehler. Und es ist nicht dein Fehler, Kirogon, da kannst du absolut nichts für. Du bist ein Paladin, du kannst dich so gut mit Schlössern. So, nochmal Schlaf und schon haben wir noch ein Essen. Also, Konzentration. Das Gebiet da hinten muss leer gemacht werden, ohne noch einmal zu schlafen. Das heißt, dich ignorieren wir erstmal und machen nur hier den kleinen Kram weg. Ja, da konnte man es gerade ganz gut sehen. Im Echtzeitmodus sind die Goblins einfach zur Seite gelaufen und kein Pfeiler getroffen. Aber trotzdem ist es irgendwie entspannter, so mal zwischendurch zu schießen, als jedes Mal in Rundenbasieren zu wechseln und dann die dramatische Musik zu hören und so weiter und so weiter. Deswegen spiele ich meistens ganz normal so, Echtzeit, bis es irgendwie eng wird oder ich sehe, dass es eng werden wird. Dann wird gewechselt. So. Gut. Was haben wir hier? Blau für eigentlich die Klerikerin. Aber so viel Zauber wie die Druidin später wird sie, glaube ich, nicht, weil die Druidin eher die aggressiven Zauber hat. Also kriegt sie jetzt mal das Charisma. Und hier war Reaktion, richtig? Geschick, Mist. Was macht der Geschick noch gleich? Ja. Ermöglicht es einem Charakter, den Gegner im Kampf öfters zu treffen. Nee. Okay, Geschick sollte definitiv Gerugon bekommen. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, die Fässer regenerieren sich nach einem Jahr. Das heißt, sobald wir ein Jahr gespielt haben, was nicht gerade wenig ist, in-game, dann können wir eh die ganzen Dungeons nochmal abklappern, um alles nochmal neu einzusammeln. Und das mag sich jetzt so anhören, als wenn das ein Problem mit dem Balancing geben könnte. Tut's aber nicht wirklich. Das Spiel ist später schon schwer genug. Also je nachdem, wie man spielt und wie die Gruppe ist. Zing, 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 zing. Kommt raus. Oder komm raus, du einer Goblin. Letzte Ratte. Ja, sehr schön. Damit müsste unser neues Zuhause sauber sein. Also, so sauber, wie es halt geht mit lauter Leichen. Das bist du. Grün. Ausdauer. Nee, komm, geh rüber. Was haben wir hier? Nochmal grün. Orange kriegt sie. Und Gelb kriegt er. So, jetzt können wir raus hier. Zurück zur Taverne. Mit unserem Butler reden. Und ja, wir haben einen Butler. Sehr schön. Also mit unserem Butler reden, dass er hier wieder reingehen kann und anfängt aufzuräumen. Und dann kaufen wir gleich neues Essen. Und danach können wir dann Richtung Süden gehen, zu diesem anderen Dorf. Um versuchen, die Mitgliedschaft in der Wasser- und Erdgilde zu bekommen. Oder wie auch immer das war. 1600 Gold, sehr schön. Oh, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Klick. Schloss Harmony wurde im Jahre 689 als erste Verteidigungslinie gegen die Elfenarmeen des Königs Lorthoe IV. Während der Holzkriege erbaut. Als Omen fiel, ist kaum 3 Jahre später im Kampf gegen die Elfen. Seit dieser Zeit wechselte Schloss Harmony in blutigen Schlachten 13 Mal den Besitzer. Autsch. In all diesen Fällen war es entweder unter der Herrschaft von Rassia oder Afli. Mit 2 Ausnahmen. Diese Ausnahmen sind allerdings bemerkenswert. Im Jahr 817 rissen die lange unterjochten Bürger von Harmondale den grausamen Baron Dunfors Octavio wegen seiner strengen Steuern auf die Straßen in Stücke. Okay. Die Bevölkerung rief Major T. Vespin zum König aus und brachte ihn im Schloss unter. Die glorreiche Herrschaft König Vespins des Ersten dauerte ganze 6 Wochen. Der erassische König Aaron Greifenherz, den könnten manche kennen aus Heroes, griff die Stadt mit 2 Legionen an und übergab König Vespin und seine treuesten Anhänger dem Henker.
Durch diesen Sieg, gestärkt, rückte König Greifenherz später gegen die Elfen vor, die zwei Wochen später sein Heer und ihn vernichtend schlugen. Das Schloss kam im Jahre 1818 wieder unter elfische Herrschaft. Das ist echt ein Trauerspiel, hier das zu lesen. Im Jahr 1008 belagerte der Totenbeschwörer Lord Terence Rockwin II. Das Schloss. Nur wenige Bürger überlebten diese Eroberung und das auch nur, weil sie sich ein Jahr lang in den Hügel versteckt hielten. Zeugen berichten von wilden Arbeiten tief unten im Schloss. Oh, das könnte noch wichtig sein. Aber bei der Rückeroberung des Schlosses im Herbst 1009 konnte davon kein Anzeichen entdeckt werden. Allerdings hat man nie einen Gefangenen, der in das Schloss verschleppt wurde, jemals wieder gesehen. Also es gibt wohl versteckte unterirdische Kerker in unserem neuen Schloss. Sehr heimelig. Okay. Aber diese Sachen gerade, also diese Hintergrundgeschichte, ist auch, wie gesagt, mit ein Grund, warum ich 7 zuerst spielen wollte. Bei 6 ist das doch schon ziemlich mau, was das angeht. Oh ja, Taverne. Butler. Goblins. Gott sei Dank habt ihr sie verjagt. Nun müssen wir einen Weg finden, das Schloss wieder sauber zu bekommen und die zerstörten Bereiche wieder aufzubauen. Die einzige, denen ich genug Leidenschaft und Fähigkeit zutrauen würde, wären die Zwerge aus Steinstadt. Ja, Zwerge sind toll. Sie befinden sich im Tal der Hügelgräber im Süden. Der Eingang zur Steinstadt liegt im Zentrum des Tals auf einem großen Hügel. Gut, dann noch Proviant bitte. Schlafen bitte. Genießt euren Aufenthalt. Nur herein. Und raus hier. So, was haben wir jetzt noch? Die Rüstung können wir leider noch nicht tragen. Hör mal, das weißt du noch nicht. Giftnebel kann verkauft werden, aber sie hat allgemein nicht viel zum Verkaufen. Aber wir haben grüne Erfahrungspunkte, das heißt, wir können aufsteigen. Sehr schön. Das machen wir doch gerne. Und zwar hier vorne. Ihr wollt ausgebildet. 80 Gold, 80 Gold, 80 Gold. So ist es richtig. Weniger Gold, weil sie feilschen kann. Kondition, Waffenmeister. Nee. Gold sparen für Zaubersprüche. Also, Fähigkeiten verballern. Achso, das wollten wir gar nicht. Das war viel Investition gewesen, aber die zwei Punkte sind nicht so schlimm. Wir könnten Schild steigern, wir könnten Streitkolben steigern. Ja doch, Streitkolben ist wichtig. Sobald wir das nicht auf Experte haben, machen wir mehr Schaden für jeden Punkt, den wir in Streitkolben haben. Also auf Experte dann halt viel mehr Schaden pro Treffer. Das ist schon ganz nett. Sonst erstmal nix. Du steigerst nochmal Erkennen, damit du Experte werden kannst. Du... Alchemie... Nö, brauchen wir noch nicht. Du musst Meditation, dass du da Experte werden kannst. Und du... Seelenmagie. So, also wir haben Essen. Wir haben das Schloss gesäubert. Wir haben hier alle Häuser abgeklappert. Das heißt, jetzt gehen wir hier raus und versuchen uns irgendwie nach Süden zu halten. Also nicht zu den Zwergen zu kommen. Das wäre eine ganz neue Karte, das wäre viel zu schnell. Nein, sondern um das Dorf zu finden, wo wir eventuell dann die Mitgliedschaft bei den restlichen Gilden bekommen. Und da haben wir Goblins. Zing, 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 zing. Sehr schön. Und da hinten sehe ich noch mehr Goblins. Das heißt, wir können hier ein bisschen Geld machen. Das wir dringend brauchen. Gut. Mit. So, was haben wir da? Süden, Tal der Hügelgräber. Osten, nichts. Westen, dann Harmdale. Okay. Na komm, die Truppe mischen wir auch noch auf. Obwohl da ein Roter mit bei ist, ne? Zing, 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 zing. Ah, sehr schön. Okay, oh, zwei rote. Soll doch mal rückwärts laufen. Das kleine bisschen, dass ich ihn rückwärts laufen kann. Tunk. Der andere flieht schon. Und er jetzt auch. Sehr gut. Kaputt.
Ja, komm, rundenbasiert weg. Karotsch. Du fließt mir nicht. Oh, 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 oh. Da waren gerade ein paar mehr. Und da ist eine kleine Festung, die geschossen hat. Das sah auch sehr beängstigend aus, wenn ein riesiger Feuerball, der da rauskommt. Das tut irgendwie weh. So, stipp, 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 stipp. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, 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 wir laufen schon weg. Ganz ruhig. Ux. Aber hier werden wir schön grinden können. Trotzdem erst einmal schlafen in der Taverne, damit wir kein Essen verbrauchen. Und dann sollten wir uns vielleicht das hier nochmal antun. Klick, damit wir alle Steinhaut haben und weniger Schaden von den ganzen Pfeilen bekommen. So, Goblins, wo seid ihr? Da hinten. Oh ja, bevor wir das machen, erstmal kurz abspeichern und dann sehen wir uns gleich wieder.